Ärmelkanal. Seit Jahrtausenden ist England durch diesen Meeresgraben vom Kontinent getrennt. 1993 soll das Inseldasein der Briten durch eine feste Landverbindung beendet werden. Des Kanals zwischen Dover und Calais befindet sich seit 1987 die größte Baustelle der Welt. Schon zum zweiten Mal versuchen Menschen, die natürliche Trennung zwischen England und dem Kontinent aufzuheben. Im Auftrag von Eurotunnel, der Tunnelbaugesellschaft, haben sich englische und französische Baufirmen zu einem Konsortium zusammengeschlossen. Unter Einsatz von 8000 Arbeitskräften und modernster Technik will man eine 50 Kilometer lange unterirdische Verbindung zwischen beiden Ländern herstellen. Der Tunnel wird gleichzeitig von beiden Ufern des Kanals, ca. 40 Meter unter dem Meeresboden, vorangetrieben. Der Tunnel besteht eigentlich aus drei Röhren. Die beiden äußeren sind Eisenbahntunnel für jeweils eine Fahrtrichtung. In der Mitte verläuft der kleinere Servicetunnel. Er dient als Versorgungs- oder Fluchtweg. Die Röhren sind alle 400 Meter miteinander verbunden. Die Baustelle in Saint-Gat, einige Kilometer südlich von Calais. Hier werden 500.000 Bausegmente für die Innenverkleidung der Tunnelröhren hergestellt. Jeder dieser sogenannten Tübinge wiegt so viel wie 8 PKWs und soll für einige hundert Jahre den Druck der Erd- und Wassermassen standhalten. Der 70 Meter tiefe Arbeitsschacht ist der Eingang zu den Vortriebsstollen. Durch diese Öffnung werden alle erforderlichen Bauteile und Maschinen nach unten transportiert. Aber auch Wasser, Stromleitungen und Atemluft passieren diesen Schlund. In einer Art Umschlagbahnhof werden die Lasten auf Züge verladen und in die einzelnen Stollen gefahren. Vier Kilometer vom Schacht entfernt, unter dem Meeresboden, die vorderste Tunnelbohrmaschine. Ein eiserner Lindwurm von knapp 300 Metern Länge und 7 Metern Durchmesser schiebt sich auf Schienen hinter dem kreisförmigen Bohrkopf her, Millimeter für Millimeter. Damit sich die französischen und englischen Tunnelbauer auf 2 Zentimeter genau in der Mitte des Ärmelkanals treffen können, wird der Kurs der Maschine von einem Computer gesteuert. Das rote Laserauge liefert präzise Messdaten. 2,5 Meter pro Stunde gräbt sich die Bohrmaschine durch das Kreidegestein voran und verlegt gleichzeitig die Betontübinge, die den Tunnel abdichten sollen. In der Enge der Röhren herrschen tropische Temperaturen und nervtötender Lärm. Eine harte und nicht ungefährliche Arbeit für die Besatzung der Maschine. 3 Tote sind bisher zu beklagen. Kreidegestein wird mit Wasser vermischt und über Fließbänder zu Waggons befördert, die permanent zwischen Bohrmaschine und Hauptschacht hin und her fahren. Stunde für Stunde, Tag für Tag sind mehrere Züge gleichzeitig im Einsatz, um die großen Mengen Kreide aus den Stollen zu holen. Vom Schacht aus wird der weißgraue Schlamm ins Freie gepumpt.
Gearbeitet wird in drei Schichten, rund um die Uhr. Dennoch ist man bereits in Rückstand. Jede Bauverzögerung kostet das Unternehmen Unsummen. Warum wird ein derart großes Projekt nicht mit staatlichen Geldern finanziert? Je crois que la position du gouvernement britannique, Madame Thatcher. Die britische Regierung unter Frau Thatcher hat eine staatliche Beteiligung an diesem teuren Projekt von vornherein abgelehnt. Und als dann einige Banken und Geldgeber Interesse zeigten, wurde das Ganze ein Privatunternehmen und das wird es auch bleiben. "52 Jahre lang darf Eurotunnel die Einnahmen aus dem Betrieb des Tunnels in die eigenen Taschen stecken, bevor die Anlage in Staatsbesitz übergeht. Aber bis dahin müssen die 200 internationalen Banken ausgezahlt werden, die den Bau mit einem 15 Milliarden Kredit finanzieren. Milliarden Mark muss Eurotunnel zusätzlich auf dem freien Kapitalmarkt aufnehmen. An den Börsen von London und Paris werden die Jahrhundertaktien täglich mit Argusaugen beobachtet. Jede schlechte Nachricht kann den Verfall der Aktie und damit Vertrauensschwund bei den Banken bedeuten. Zwischen Saint-Gat und dem Stadtrand von Calais walzen Baumaschinen ein Gelände platt, das die Größe von 1300 Fußballplätzen hat. Hier soll der Tunnelbahnhof, das Terminal, entstehen. Auf dem Gelände werden Gleisanlagen, Autoverladerampen, Parkplätze, Zollstellen, Werkstatthallen, Einkaufszentren und Hotels gebaut. So soll das Gelände in 4 Jahren aussehen. Ein Pendelzug fährt in das Terminal bei Saint-Gat ein und nimmt Straßenfahrzeuge aller Art auf, getrennt nach Pkw und Lkw. Pkws fahren in die doppelstöckigen Waggons. Die Insassen bleiben während der Fahrt sitzen. Für größere Fahrzeuge stehen spezielle Waggons zur Verfügung. Alle 12 Minuten verlässt ein Zug das Terminal und rast mit 160 Kilometern pro Stunde durch die Röhre. Die Fahrzeit beträgt etwa 35 Minuten. Im Terminal Folkestone fährt der Zug eine Schleife und steht nach dem Entladen für die Rückfahrt bereit. Neben den Pendelzügen passieren aber auch Fernschnellzüge und Güterzüge das Röhrensystem. Der Tunnel ist täglich 24 Stunden in Betrieb, unabhängig vom Wetter. Wer heute den Kanal überqueren will und nicht fliegen kann, der muss die Fähre nehmen. Die Fährverbindungen am Kanal sind eine Art Nabelschnur. Fast alles, was zum Kontinent geht oder von dort kommt, muss mit Schiffen übers Wasser gebracht werden. Die Fähren sind seit Jahrzehnten ein erprobtes und relativ sicheres Transportsystem. In ihren Bäuchen findet alles Platz, egal wie groß, wie lang, wie breit oder wie hoch es ist. Gefährliche Güter werden ebenso von den Fähren transportiert wie Urlauber mit Karawans. Für jedes Transportgut gibt es das entsprechende Fährschiff, ein flexibles System. Endstation Calais. Einzelreisende nach England müssen mit ihrem Gepäck auf die Fähren umsteigen. Rund 12 Millionen Menschen überqueren jährlich den Kanal. Zwei private Gesellschaften teilen sich den lukrativen Markt mit der Schiffspassage. P&O, European Ferries, und Seelink. In der Sommerzeit müssen Autofahrer die Passage schon Tage vorher buchen.
Die Überfahrt nach Dover dauert, je nach Witterung, knapp 1,5 Stunden. Fast 3 Millionen Fahrzeuge pro Jahr werden zwischen Calais und Dover übergesetzt. Der Markt expandiert weiter. Allein wegen des zu erwartenden europäischen Binnenmarktes stieg der Handel mit England innerhalb Jahresfrist um 30%. Eine gute Zukunftsperspektive für die Fähren, wenn es den Tunnel nicht gäbe. Wer es eilig hat, nicht aufs Geld schauen muss, nimmt die spektakulären Hoverspeed-Luftkissenfahrzeuge. In nur 35 Minuten fliegen diese Ungetüme über den Kanal nach Dover. Schneller wäre der künftige Tunnel auch nicht. Doch hat das Luftkissenboot entscheidende Nachteile. Nur 50 Autos passen hinein. Und bei hohem Seegang ist keine Passage möglich. Hinzu kommt der große Treibstoffdurst, der den Betrieb schon jetzt fast unrentabel macht. Preiskampf auf der Strecke bleiben. Aber auch den konventionellen Fährgesellschaften sitzt der Tunnel im Nacken. Mit sogenannten Jumbo-Fähren, wie dieser, bauen sie ihre Ladekapazität aus, um die Fahrpreise reduzieren zu können. Der Service an Bord wird schon jetzt erheblich verbessert. Der Kunde soll sich auf dem kurzen Trip wie auf einer Kreuzfahrt fühlen. In puncto Komfort werden die Fähren ihren Passagieren wohl das bessere Angebot machen. Mehr Gemütlichkeit und Entspannung könnten eine überzeugende Antwort auf die Schnelligkeit des Tunnels sein. Aber auch durch massive Rationalisierung und Entlassungen versuchen die Fährgesellschaften zu überleben. Doch bläst demnächst ein noch viel schärferer Wind den Fährgesellschaften ins Gesicht, der europäische Binnenmarkt. Ein Jahr vor der Eröffnung des Tunnels fallen dann die Duty-Free-Verkäufe an Bord weg, die bisher fast die Hälfte des Gewinns ausmachen. Als Folge davon wird eine drastische Fahrpreiserhöhung unumgänglich, die der Tunnelgesellschaft nur recht sein kann. Denn auch deren Preisvorstellungen mussten stark nach oben korrigiert werden. Wir können auf den Fähren rumspazieren, einkaufen oder uns einfach hinsetzen. Es ist die einzige Gelegenheit für uns, gemütlich zu essen. Du musst nicht, wie später im Tunnel, rein und hinten sofort wieder raus. Mögen Sie den Tunnel? Eigentlich nicht. Warum? Zeit- und Geldverschwendung. Aber er ist schneller. Ich fahre lieber Schiff. Warum? 40 Kilometer da unten im Tunnel. Wenn es billiger ist? Das wird's nicht. Schau dir die Wohnwagen an, die haben alle eine Gasflasche drin. Wenn die explodiert, bei uns in England sind Gasflaschen in Hochhäusern verboten. You are not allowed to have a big Calagas bottle in your flat. In case it explodes and will cause... Die können ganz schöne Schäden anrichten. Was ist, wenn so ein Ding im Tunnel hochgeht? What will happen inside the tunnel? Il est évident que dans tout moyen de transport, il existe un certain nombre de marchandises qui ne peuvent pas être transportées. Ce sont des marchandises dangereuses qui dépendent. Bei jedem Transportsystem gibt es bestimmte Gegenstände, die nicht transportiert werden dürfen, wie zum Beispiel gefährliche Güter. Unsere Sicherheitskommission ist noch dabei, entsprechende Listen von solchen Dingen aufzustellen. Mais à l'évidence, on peut dire que le transport des gaz liquéfiés, le transport de certains produits chimiques, le transport du pétrole. Aber man kann jetzt schon sagen, dass Flüssiggas, bestimmte Chemikalien, benzinartige Stoffe nicht durch den Tunnel dürfen. Die müssen auf die Fähren. Und was ist mit den Campingflaschen in den Wohnwagen? Dafür überlegen wir uns gerade eine Methode, wie wir sie unschädlich machen, beziehungsweise außerhalb des Tunnels transportieren können. Dass die Sicherheitsplanung beim Tunnel noch nicht ausgereift ist, weiß auch Robert Welti, der an der Konstruktion der Vortriebsmaschinen beteiligt war. Wenn das vorkommen würde, ist man heute sich im Klaren, dass
eine Notbremsung, da natürlich wegen dem Brandfall eingeleitet werden müsste. Heute weiß man auch, dass dann die Leute aus dem Zug oder dass die Reisenden mindestens 12 Minuten nicht aussteigen können wegen der enorm hohen Luftgeschwindigkeit. Die Türen dürfen also erst nach dieser Zeit geöffnet werden, bis sie via Fluchtweg dann in den Servicetunnel kommen. Für das verschlafene Örtchen Songat und die umliegenden Gemeinden bringt der Tunnel nur Probleme mit sich. Durch die großflächigen Bauarbeiten hat sich der Grundwasserspiegel abgesenkt und dabei Risse in Häusern verursacht. Aber auch Staub und Lärm haben die Bewohner mürbe gemacht. Auf diesem Gelände des Dorfes wird der Kreideschlamm aus den Tunnelvortrieben abgelagert. Ursprünglich wollte man einen Großteil ins Meer pumpen. Doch auch die jetzige Lösung wird mit Skepsis beobachtet. Umweltschützer befürchten, dass diese Millionen Tonnen Schlamm erst in 100 Jahren wieder so fest sind, dass man darauf gehen oder bauen kann. Die Bürger fühlen sich von der Tunnelgesellschaft überrumpelt und von der Regierung getäuscht. Le tunnel, c'est vraiment un très grand voisin et la manière dont il s'y prenait avec nous à Sangat en nous méprisant totalement. Unser lieber Nachbar, die Tunnelgesellschaft, hat für uns Bürger leider noch Verachtung übrig. Das Ganze kommt mir vor wie in den Lucky Luke Heftchen. Hier, die Gegend um Calais, ist der Wilde Westen. Wir, die Bewohner, sind die Indianer. Eurotunnel, die Eisenbahngesellschaft, die um jeden Preis ihre Strecke bauen will. Nichts kann sie aufhalten. Son chemin de fer et que rien n'arrête. L'administration, ça me fait un peu penser au. Und unsere Regierung erinnert mich an diese zwielichtigen Geschäftemacher in den Lucky Luke Heftchen, die den Indianern Gewehre, Alkohol und so ein Zeug verkaufen. Keiner weiß, auf welcher Seite sie wirklich stehen. Ja, so etwa sieht's bei uns hier aus. Tout au moins, on en a très nettement l'impression. Und unsere Gespräche mit den zuständigen Ministern sind total frustrierend. Die kommen hierher, lächeln, schauen sich alles an, hören uns höflich zu, aber antworten tut keiner von denen da oben. Nous écoutons toujours bien gentiment, mais jamais en nous répondant. Das Rathaus von Calais verrät die enge historische Verknüpfung mit England. Über 200 Jahre lang war die Stadt vom Inselnachbarn besetzt. Zum Andenken an diese Zeit schuf Auguste Rodin diese Bronzefiguren. Heute ist Calais der wichtigste Hafen im Handel mit England. Viele Briten machen auf der Durchreise Halt, um französischen Lebensstil zu genießen. Manche Engländer kommen mit den Fähren nur für einen Tag, kaufen ein, essen gut und fahren wieder zurück. Diese Kleinstadt-Idylle wurde vor 2 Jahren jedoch durch den Tunnelbau empfindlich gestört. Calais' Stellung als wichtigster Fährhafen war plötzlich bedroht. Hohe Arbeitslosigkeit und wirtschaftlicher Niedergang schienen unvermeidbar. Heute liegt die Arbeitslosenquote bei 20%. Les Calaisiens ont mis à profit ces quelques années pour se battre de manière à être à égalité de traitement, je dirais, entre le port et le tunnel sous la Manche. Hier im Hafen von Calais hat man die letzten 2 Jahre dazu genutzt, eine Art Gleichbehandlung mit dem Tunnel zu erkämpfen. Jetzt herrscht ein normales Konkurrenzdenken. Wir bekommen nun endlich einen Autobahnanschluss an den Fährhafen. Und außerdem haben wir durchgesetzt, dass der TGV-Schnellzug auch wirklich in Calais Station macht und nicht nur durch den Tunnel fährt. Ja, es hat sich seither einiges geändert. Wir haben den Tunnel als Element des Fortschritts akzeptiert. Er ist nicht länger unser Feind. Ich denke, wir sind optimistischer geworden. Nicht begeistert natürlich. Aber wir sehen nicht mehr ganz so schwarz.
Eine weitere Baustelle. Der Hafen von Calais wird für große Seeschiffe ausgebaut. Durch die exponierte Lage am Tunnel ist die Stadt auf dem besten Wege, ein bevorzugter Wirtschaftsstandort Europas zu werden. In Calais erwartet man, dass der Tunnel nicht nur Verkehr von den Fähren abzieht, sondern zusätzlichen Verkehr erzeugt und dadurch mehr Handel bringt. Schon kaufen vor allem englische Firmen Industriegrundstücke im Raum Calais. Kein Wunder, kostet hier ein Quadratmeter Industriebauland nur ein Zehntel von dem, was jenseits des Kanals verlangt wird. Dieses alte Bauernhaus bei Calais mit viel Land drumherum soll nur 120.000 Mark kosten. Ein ähnliches Objekt in Südengland wäre viermal so teuer. Das haben mittlerweile auch die Briten erkannt. Die Aussicht, dass der Tunnel eine schnelle Verbindung zum Wochenendhäuschen garantiert, hat viele Interessenten, aber auch Spekulanten angelockt. Assez négatif pour nous Français, pour la simple et bonne raison, c'est que nos Calaisiens, ville d'ouvriers, en majorité d'ouvriers... Für uns Franzosen in Calais ist das natürlich schlecht. Die meisten hier sind nun mal Arbeiter. Und es wird immer schwieriger für sie, sich ein Häuschen zu kaufen, weil die Preise steigen, zumindest in unserer Gegend. Ich denke so an 20-30% in der nächsten Zeit. Calais im Baufieber. Neue Hotels sollen den erwarteten Touristenstrom auffangen. Die französische Tunnelstadt rüstet sich für die neue Epoche. Auf der anderen Seite des Kanals sieht die Zukunft schon düsterer aus. Der eingeschränkte Fährbetrieb ab 1993 und das Wegfallen der Zollabwicklung durch den Binnenmarkt ein Jahr zuvor wird ca. 5000 Arbeitsplätze im Hafen von Dover vernichten. Ein Viertel der Bevölkerung wird dann ohne Arbeit sein. Ein Aufschwung wie in Calais ist nicht in Sicht. So steht Dover, 10 Kilometer vom Ausgang des Tunnels entfernt und damit abseits der Touristenpfade, auf ziemlich verlorenem Posten. Ein paar Kilometer weiter südlich. Der Fährbetrieb von Folkestone zur französischen Badestadt Boulogne-sur-Mer wird nach Jahren der Prosperität eingestellt. Der Tunnel macht ihn überflüssig. Was mit dem Seebad Folkestone geschehen wird, weiß hier keiner so genau. Zwischen den Fährhäfen Dover und Folkestone, unterhalb der Kreidefelsen des Shakespeare Cliffs, ist England um einige Hektar größer geworden. Das Tunnelbaugelände wurde dem Meer abgetrotzt. Von hier aus ist die Tunnelbohrmaschine für den Servicetunnel bereits 10 Kilometer unter Meer vorangekommen. Die beiden Eisenbahntunnel liegen jedoch mit bescheidenen 500 Metern Vortrieb deutlich hinter dem Plansoll zurück. Das Meeresgestein ist ungünstiger als erwartet. Weiter landeinwärts wird hinter Folkestone das Terminal gebaut. Das Englische wird nur halb so groß sein wie das Französische. Bürgerproteste und Petitionen haben der Tunnelbaugesellschaft stark zugesetzt. Gradually, as they've started work, they've taken more and more land from farmers and ourselves here at the Trust. Seit es losging, haben sie immer mehr Land von uns und den Farmern genommen. Sie sagten, ihr braucht Entwicklung in der Gegend. Aber das ist der Untergang unserer alten Dörfer.
denn sie werden eine Menge neuer Gebäude errichten. Eine Kneipe, ein Restaurant, ein Hotel, Swimmingpools, Tennisplätze und so weiter. Das ganze Ding wird immer größer, Tag für Tag. Direkt am Terminalgelände hat Eurotunnel für mehrere Millionen Mark ein Ausstellungszentrum gebaut, um die Bevölkerung für das Tunnelprojekt zu begeistern. Im Zuge der Bauarbeiten wurden nämlich viele Wohnhäuser abgerissen, Teile der Landschaft zerstört. Hier präsentiert sich Eurotunnel als die Firma, die England den Anschluss an den Kontinent verschafft. Dieses Spiel soll dem Besucher zeigen, wie der europäische Schienenverkehr durch den Tunnel beeinflusst wird. Wer die richtige Fahrzeit zu einer Stadt auf dem Kontinent rät, hat gewonnen. Neben den Ausstellungsräumen befindet sich der Eurotunnel-Souvenirshop mit allem, was das Touristenherz begehrt. Schon heute sorgen 15.000 Mark Umsatz pro Tag dafür, dass Eurotunnel auf dem Weg zur Eröffnung die Puste nicht ausgeht. Die Grafschaft Kent, ein altes Kulturland zwischen dem Kanal und London, zählt zu den dicht besiedelsten Regionen Europas. Die Grundstückspreise im Garten Englands zählen zu den höchsten der Insel. Kent wird jetzt wider Willen zur Durchgangsregion. In den Pubs trifft man auf unterschiedliche Meinungen zum Thema Tunnel. Ich glaube nicht, dass ich den Tunnel benutzen werde. Ich hätte Angst, 50 Kilometer lang unter dem Meer zu fahren. Und außerdem ist der Tunnel ein Ziel für mögliche Terroranschläge. Ein zu leichtes Ziel? Ja, ich hätte Angst, durchzufahren. Klar, unsere schöne Landschaft wird zerstört. Aber das ist doch nichts Besonderes. Ob eine Eisenbahn oder eine Autobahn hier durchgeht, ist schließlich dasselbe. Ich bin sehr für den Tunnel, weil er wirtschaftlichen Aufschwung und Beschäftigung bringt. Das können wir hier brauchen, also ich würde ihn benutzen. Damit die Reisenden vom Tunnel schnell nach London kommen, werden in Kent mit Hochdruck Autobahnen gebaut. Das beschauliche Leben am Busen der Natur wird merklich gestört. Wie große Schneisen ziehen sich die Autobahnbaustellen durch die vornehme Grafschaft, zum Unwillen der Bürger. Aber damit nicht genug. Die neue Schnellzugstrecke zwischen dem Tunnel und London wird weiteres Terrain verschlingen. Auch der zu erwartende Lärm der Hochgeschwindigkeitszüge lässt die Bürger Kents auf die Barrikaden gehen. Allerdings bietet die Grafschaft den Bürgern, die mit der Zerstörung ihres Lebensraumes nicht zurechtkommen, psychologische Betreuung an, kostenlos. Die Leute, die hierher kommen, leiden an Stresserscheinungen, wie sie typischerweise bei denen vorkommen, die sich selbst nicht mehr zu helfen wissen. Sie leiden an Schlaflosigkeit, Wutanfällen, Depressionen oder kommen mit dem täglichen Leben nicht mehr zurecht. Andere haben Partnerschaftsprobleme. Alles Dinge, die durch Stress verursacht werden. Man hat den Leuten jeglichen Lebensmut genommen.
Sir Edward Heath, ehemaliger Premierminister, war seinerzeit Initiator eines staatlich finanzierten Tunnelprojektes, das allerdings wegen Geldmangels wieder eingestellt werden musste. Heath ist immer noch Verfechter des Tunnels, gleichzeitig aber Führer der Protestbewegung gegen die Schnellzugstrecke durch das schöne Kent. Public opinion exploded. As far as my own constituency was concerned, we strongly objected to having this line above ground or slightly sunken. Die öffentliche Meinung explodierte geradezu. In meinem Wahlkreis hat man sich dagegen gewehrt, dass die Schnellzugstrecke überirdisch gebaut wird. Wir haben dann unseren Protest organisiert. Die Streckenplaner von British Rail hatten die Intelligenz meiner Wähler offensichtlich unterschätzt. Denn die erkundigten sich auf eigene Kosten, wie das in anderen Ländern gehandhabt wird. Dort baut man ja ebenfalls schnelle Eisenbahnstrecken, aber man zerstört die Dörfer und Landschaften nicht. Gerüstet mit all diesen Informationen haben wir dann eine Petition formuliert und im Parlament eingereicht. Glauben Sie, dass British Rail das nun kapiert hat? Was meinen Bereich angeht, ja, jetzt bauen sie die Strecke unterirdisch. Aber es gibt noch Gegenden, wo heftig gestritten wird, vor allem darüber, wo die Strecke in London enden soll. Aber ich denke, man wird sich einig. And how that's going to be handled. But I think that can all be dealt with. I think the difference is in Britain too. Der Unterschied zwischen England und dem Kontinent besteht darin, dass bei uns alles im freien Spiel der Kräfte geregelt wird. Auf dem Kontinent dagegen plant man weit im Voraus, auch die Eisenbahnstrecken. Wäre es denkbar, dass Leute auf dem Kontinent wohnen, wo Häuser ja billiger sind, und hier in London arbeiten? And come to work every day in London. Well, we have some friends who live near Calais, and I know. Wir haben Freunde in der Nähe von Calais, deren Dorf ist schon jetzt von Engländern fast aufgekauft worden. Sicher machen die das aus verschiedenen Gründen, aber warum sollten sie nicht täglich mit dem Schnellzug nach London reinfahren? Bei nur einer Stunde Fahrzeit? Which is the station in Calais into King's Cross. Waterloo Station in London. Hier sollen die kontinentalen Fernschnellzüge einmal ankommen. Es wird bereits fleißig gebaut, denn so einfach ist es für Züge vom Kontinent nicht nach London zu fahren. Das englische Eisenbahnsystem unterscheidet sich wesentlich von anderen. So sind zum Beispiel die Bahnsteige höher als im übrigen Europa. Die englischen Stromleitungen sind nicht über dem Zug, sondern auf dem Boden installiert und liefern eine andere Versorgungsspannung. Auch passen kontinentale Züge nicht in die zu kleinen englischen Tunnel. Deshalb muss eine neue Schnellzugtrasse vom Kanal nach London gebaut werden, der größte Teil davon unterirdisch. Aber Margaret Thatcher hat schon signalisiert, dass sie die 20 Milliarden Mark nicht ausgeben will. Wer den Tunnel baut, soll auch für die Schnellzugtrasse sorgen. Erwartet man vom Tunnel eine neue Ära des Personentransportes. Mit 380 Kilometern pro Stunde soll der TGV Nord in weniger als 3 Stunden von Paris nach London eilen, bei jedem Wetter. Aber auch andere europäische Großstädte wie Brüssel, Amsterdam, Köln oder Frankfurt wären dann in kürzester Zeit von London aus erreichbar. Fest steht schon jetzt, dass die Kanonenkugel auf Schienen auf der anderen Seite des Kanals als Bummelzug nach London weiterfahren muss. Bis dort die neue Trasse fertig ist, schreibt man das Jahr 1998. Der größte internationale Flughafen der Welt, London Heathrow. Von hier aus fliegen jährlich 4 Millionen Passagiere nach Paris und Brüssel. Das sind über 10% des gesamten Flugaufkommens. Doch wird den Reisenden bei den notorischen Verspätungen im Flugverkehr zunehmend die Reiselust vergällt. Trotz kurzer Flugzeiten dauert ein Trip nach Paris alles in allem 3 bis 4 Stunden, wenn kein Nebel herrscht. The tunnel has to be a serious business competitor to the airlines.
Der Tunnel wird den Fluggesellschaften schwer zu schaffen machen. Wenn es die Eisenbahnen fertig bringen, Passagiere in nur 3 Stunden Fahrzeit komfortabel von London nach Paris, von Stadtzentrum zu befördern, dann werden sie einen ziemlich großen Teil des Verkehrs an sich reißen. Insofern sind sie ein gefährlicher Konkurrent für uns. About 3 hours city center to city center, that they are going to take a fairly substantial amount of the traffic. So yes, we have to regard it as a serious competitor. Flug London Paris. Werden die Reisenden ab 1993 den Kanal weiterhin mit dem Flugzeug über oder doch lieber mit dem Schnellzug unterqueren? Ich mag keine Züge. Vielleicht mal probieren, wie es ist, nur um es mal erlebt zu haben. Aber ansonsten fliege ich lieber. Ich würde es gern mal probieren. Ob ich den Zug dann öfter benutze, hängt vom ersten Eindruck ab. Aber die Aussicht, 50 Kilometer im Dunkeln zu verbringen, ist nicht gerade attraktiv. Wenn die Reisezeit die gleiche ist, nehme ich den Zug. Gründe? Man hat mehr Komfort, ist entspannter und kriegt ein anständiges Essen. Also, ich würde in jedem Fall mit dem Zug fahren. Seine wahre Stärke wird der Tunnel im Frachtbereich ausspielen. Die Transporte über den Kanal haben in den letzten Jahren drastisch zugenommen. Der Binnenmarkt wird zur weiteren Steigerung beitragen. Die jetzige Methode, per Eisenbahn Güter über die Meerenge zu transportieren, kostet Zeit und Geld. Jedes Kilogramm Fracht muss in Calais von der Schiene runter auf den LKW und dann zur Fähre gebracht werden. Umständlicher und unwirtschaftlicher kann man Fracht wohl kaum transportieren. Hier bedeutet der Tunnel einen gewaltigen Fortschritt. Aber gefährliche Güter müssen weiterhin auf die Fähre. Wir befördern pro Jahr ungefähr 2 Millionen Tonnen Fracht mit unseren Fährschiffen über den Kanal. Die wird der Tunnel übernehmen. Ab 1993 dann rechnen wir mit 6 Millionen Tonnen jährlich, später noch mit erheblich mehr. Heute kommen beispielsweise LKWs mit deutschen Nummernschildern von den Fähren und fahren durch Kent nach London. Die möchten wir von der Straße runterholen und auf die Schiene bringen. Ich denke so an 1000 LKWs pro Tag. Doch noch ist der Tunnel nicht gebaut. Seit Sommer 89 geht Eurotunnel mit harten Konventionalstrafen gegen die Baufirmen vor, da diese immer höhere Kosten veranschlagen und im Zeitplan zurückliegen. Die Banken drohen dem Projekt mit Geldentzug, wenn nicht pünktlich und etatgemäß weitergebaut wird. Jeder Tag Verspätung kostet Millionen. An der Börse muss Eurotunnel zurzeit einen Kursverfall um fast die Hälfte hinnehmen. Tendenz fallend. Das Vertrauen in das Gelingen des Projekts sinkt. Die Aktionäre bekommen kalte Füße. Ich glaube nicht, dass der Tunnel mit dem geplanten Geld auskommen wird. Innerhalb von 1,5 Jahren haben wir jetzt schon eine Kostensteigerung von 15 auf 18 Milliarden. Und es wird noch viel teurer werden. Ob man zusätzliches Geld auftreiben kann, ist fraglich. Also im Moment sieht es schlecht aus. Ist ein solches Projekt nicht zu groß für eine privat finanzierte Gesellschaft? Le président Bénard a toujours dit qu'un projet de cette nature était un projet à risque. Unser Präsident hat den Aktionären immer gesagt, dass dies ein Risikoprojekt ist. Gleichzeitig hat er aber den Banken klargemacht, dass wir es hier mit einer soliden Finanzierung zu tun haben. Das heißt, wir sind ziemlich unempfindlich, was Kostensteigerungen oder Bauverzögerungen angeht. Dass die Bauarbeiten etwas Verzögerung haben, das hört man jetzt bereits ja international.
die Endausbauarbeiten, mit denen kann natürlich wieder gespielt werden, kann forciert werden, vielleicht Verspätungen aufgeholt werden. Sicher ist, dass man dort noch gewissen Spielraum hat. Also eine Eröffnung 1995 befürchten Sie nicht, 2 Jahre Verspätung? Ich wäre nicht überrascht, wenn es 1995 würde. Wäre es denkbar, dass die französische Regierung im Falle eines Scheiterns Eurotunnel zu Hilfe kommt? Es wird kein Scheitern geben. Ich bin überzeugt, dass dieses Projekt ein Erfolg wird. Der Tunnel ist eine technische Herausforderung für Europa und er wird sicherlich ein ganz großer Erfolg. Ich hoffe, dass mehr Briten den Kanal überqueren, sehen, wie das Leben dort drüben abläuft, die Kulturschätze kennenlernen und sich mit den Menschen dort zusammentun. Als Insulaner haben wir das viel zu wenig gemacht bisher. Im 18. oder 19. Jahrhundert war man keine Respektsperson, wenn man nicht die große Rundreise absolviert hatte. Die führte zu den großen Bühnen nach Frankreich, zu den berühmten Malern nach Italien und auf dem Rückweg nach Deutschland. Dann war man ein echter Europäer. And so you were in fact a European. If you go back even further, go to the dome, the cathedral. Oder lassen Sie mich noch weiter zurückdenken. Im Dom zu Aachen steht man auf dem Balkon neben dem Sarg von Karl dem Großen und schaut runter in das Oktogon mit seinen 8 Kapellen, in denen sich damals Leute aus den verschiedensten europäischen Ländern zum Gebet trafen. Das war die Zeit, wo Europa noch eine Einheit war. Und nun scheinen wir wieder dahin zurückzukommen. Je eher, desto besser.